Liebe Genossinnen und Genossen, werte Gäste, zum Abschluss unserer Veranstaltung möchte ich noch ein paar Schlussfolgerungen und Orientierungen für die Politik der KPD machen. Die Vertreter aller bürgerlichen Parteien als Vertreter der Bourgeoisie erzählen der Arbeiterklasse ständig, wie erfolgversprechend die soziale Marktwirtschaft sei. Man müsse nur für mehr Demokratie und für soziale Reformen kämpfen, dann würde es allen gut gehen. Wir aber wissen, soziale Marktwirtschaft ist Kapitalismus und unterliegt allen objektiven Gesetzmäßigkeiten, die Karl Marx im Kapital beschrieben hat. In der höchsten Form des Kapitalismus, den Imperialismus, gelten nach wie vor die Gesetzmäßigkeiten, die von Lenin in der Imperialismusanalyse dargelegt wurden. Liebe Genossinnen und Genossen, auch unsere Epochebestimmung bleibt. Wir leben in der Epoche der sozialistischen Revolution. Freiheit, Demokratie, soziale Gerechtigkeit, Frieden, Menschenrechte, Umweltschutz, gute Bildung, unabhängig von der sozialen Herkunft, sichere und sichernde Renten, gute und kostenlose Gesundheitsversorgung und so weiter und so fort. Das kann es nur auf der Grundlage des Sozialismus geben. Eine revolutionäre Situation kommt oft schneller, als man denkt. Denn die nächste Krise kommt bestimmt. Sogar die bürgerliche Klasse redet davon. In dieser diese Krise wird auf jeden Fall härter als die letzte. Der Konkurrenzkampf der imperialistischen Zentren, der Kampf um Absatzmärkte und Einflusssphären verschärft sich immer weiter. Schauen wir nur auf seine aktuelle Form, der Handelskrieg, offen und verdeckt, von der USA gegen China, zwischen der USA und EU, Brexit, die Kriege in Syrien und der Ukraine. Schauen wir auf die Aufrüstung und Konfrontation gegen Russland. Da werden Manöver durchgeführt und Planungsspiele eines Krieges der NATO gemacht, die eindeutiger nicht sein können. Bei einem jüngsten Treffen mit Genossen der KPC kam der Hinweis, dass man von Seiten der tschechischen Regierung sehr besorgt um den Zustand von maroden Brücken in Tschechien sei. Glaubt wirklich irgendjemand, dass es den Oberen um die tschechischen Autofahrer geht? Es geht um Tragfähigkeit von Militärgerät. Das ist der Sinn dieser Diskussion. Am 13.11. diesen Jahres hielt die Kanzlerin Merkel eine Rede im Europaparlament in Straßburg. Wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages eine echte europäische Armee zu schaffen, sagte Merkel. Das wäre keine Armee gegen die NATO, sondern eine Ergänzung. Was für ein Wahnsinn. Aber wir sehen die Gesetzmäßigkeiten dieser Gesellschaft offen. Weltweit werden von den USA Todesschwadrone aufgebaut, trainiert, bezahlt, mit Waffen versorgt. Eingesetzt werden sie in völkerrechtswidrigen und verbrecherischen Angriffskriegen. Die Liste ist zu lang, um sie hier zu nennen. Syrien und Libyen sind nur jüngste Beispiele. Neue Konflikte sind in Arbeit, da können wir uns gewiss sein. Unsere Qualitätsmedien verkaufen sie uns dann als Revolution, als Bürgerkrieg. Sie machen sich damit zu Komplizen. Was interessiert es dem Imperialismus, dass es eine UN-Charta gibt? Nichts. Da benutzt man kriminelle und skrupellose Mörderbanden, um Regierungen auszutauschen. Liebe Genossinnen und Genossen, so bereitet man Kriege vor und führt sie durch. Das ist die Erfahrung der letzten 100 Jahre. Und wenn es mal unliebsame Personen gibt, dann verschwinden diese auch mal spurlos. Wie der jüngste Fall von Khashoggi zeigt. Da hat Saudi-Arabien von den westlichen Geheimdiensten gut gelernt. Liebe Genossinnen und Genossen, die Zahl der Milliardäre steigt von Jahr zu Jahr. Innerhalb des letzten Jahres von 2043 auf 2208. Die Verteilung des Reichtums verschiebt sich immer weiter in Richtung der reichsten 1% der Bevölkerung, national und international. Mal ein Beispiel aus unserem Land. Die Hauptaktionäre von BMW, Stefan Quandt und Susanne Klatten, haben die letzten 3 Jahre in Folge pro Jahr 1 Milliarde Dividende erhalten. Also 2 Personen erhielten pro Jahr 1.000 Millionen. Sehr fleißige Menschen vermutlich. Wie viele Schulen, Kindergärten, soziale Einrichtungen und so weiter könnte man davon jährlich bauen? Und ich habe nur über 2 Personen gesprochen. Schaut euch selber die Liste der reichsten 1.000 Deutschen an oder die Liste der reichsten international. Liebe Genossinnen und Genossen,
Was bedeutet das für die Arbeiterklasse? Die Intensität der Ausbeutung steigt. Das bedeutet natürlich steigender Leistungsdruck auf Arbeit. Das Ergebnis sind mittlerweile alarmierende Zahlen von zum Beispiel sogenannten Burnouts. Und damit niemand aufmuckt, droht man mit Industrie 4.0. Arbeitest du nicht effektiv und kostengünstig, dann ersetzt dich ein Computer oder ein Roboter. Was für ein Wahnsinn. Gesetzmäßigkeit. Wir haben einen gigantischen wissenschaftlich-technischen Fortschritt und sind nicht fähig, ihn zu gesellschaftlichen Fortschritt zu machen. Warum nicht? Weil es um den Profit geht und nicht um den Produzenten des Profits. Hier noch die neueste Keule gegen die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten. Der Umweltschutz. Der wird natürlich losgelöst von den Menschen praktiziert. Da werden Dieselfahrzeuge älterer Generation von bestimmten Straßengebieten verbannt. Natürlich trifft es dabei vor allem die Fahrzeugbesitzer, die ein geringes Einkommen haben und kein großes Vermögen besitzen und sich kein neues Fahrzeug leisten können. Glaubt eigentlich wirklich irgendjemand, dass es da um Umweltschutz geht? Unsere Lösung ist, der Kapitalismus muss weg. Das ist der erste wirkliche Schritt, um die Umwelt zu schützen und etwas für unser Klima zu tun. Liebe Genossinnen und Genossen, da kommen Millionen Menschen aus Kriegsgebieten und armen Ländern dieser Welt, weil sie auch in Frieden, Sicherheit und bescheidenem Wohlstand leben wollen. Was ist die gesellschaftliche Antwort hier in diesem kapitalistischen Deutschland? Pegida, AfD und Frontex. Also Rassismus, Nationalismus und Abschottung. Mehr Lösung fällt dieser Gesellschaftsordnung nicht ein. Liebe Genossinnen und Genossen, wir können die Medaille drehen und wenden, wie wir wollen. Es gibt nur eine Lösung für die Probleme dieser Menschheit. Das ist der Sozialismus. Das hat die Existenz der sozialistischen Länder seit Anbeginn bis heute gezeigt. Es geht ohne Ausbeutung. Die Zukunft gehört der sozialistischen Gesellschaft. Das mag vielen heute noch als Widerspruch erscheinen, doch die Dialektik ist klar. Es bleibt dabei. Die revolutionäre Kraft bleibt das Proletariat. Im Sozialismus hat das Proletariat die Macht und plant zentral die Wirtschaft, die sich in Form von gesamtgesellschaftlichem Eigentum an Produktionsmitteln, Volkseigentum und genossenschaftlichem Eigentum befindet. Ziel bleibt die Befriedigung der materiellen und kulturellen Bedürfnisse. Ziel ist nicht mehr und mehr Konsum. Das führt zur Zerstörung der Welt, das führt zur Zerstörung unserer Lebensgrundlagen, das führt zur Barbarei. Liebe Genossinnen und Genossen, es stellt sich also die Frage, was wir damals vor 100 Jahren, wie heute auch, brauchen. Die Antwort ist damals wie heute die gleiche. Das ist eine starke kommunistische Partei auf der Grundlage der wissenschaftlichen Weltanschauung. Das ist also eine Partei im Gegensatz zu allen bestehenden bürgerlichen Parteien, die die Eigentumsfrage an Produktionsmitteln in den Mittelpunkt der Diskussion stellt. Die Erfahrung der 100 Jahre seit der Novemberrevolution zeigt ganz deutlich, die Arbeiterklasse führt einen ständigen Kampf für den Sozialismus. Hat die Arbeiterklasse keine starke Partei im Klassenkampf an ihrer Spitze, wird sie in der Revolution geschlagen. Hat die Arbeiterklasse aber eine solche Partei an ihrer Spitze, gewinnt sie die Revolution und kann die Macht der Arbeiterklasse errichten. Da stellt sich die Frage, haben wir diese kommunistische Partei in diesem Land heute? Nein, haben wir nicht. Deswegen ist es die Aufgabe der KPD, alles zu tun, damit diese Partei entsteht und sich weiter formiert. Brauchen wir eine beliebige kommunistische Partei? Nein, wir brauchen eine programmatisch konsequente. Aus diesem Grund möchte ich heute wieder die Gelegenheit nutzen, um die von uns beschlossenen programmatischen 10 Punkte zu wiederholen. Erstens, die kommunistische Partei ist die Partei der Arbeiterklasse. Die Arbeiterklasse ist die einzige revolutionäre Klasse. Ihre historische Mission besteht in der Überwindung des Kapitalismus und der Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft. Zweitens, die Überwindung des Kapitalismus ist nur durch die sozialistische Revolution möglich. Das bedeutet die Errichtung der Herrschaft der organisierten Arbeiterklasse. Sie nutzt diese Herrschaft, um das Privateigentum an Produktionsmitteln aufzuheben und diese in gesellschaftliches Eigentum zu überführen. Mit dem Aufbau des Sozialismus, der Aufhebung der Klassen und der planmäßigen Weiterentwicklung der sozialistischen Ökonomie und Gesellschaft werden die Voraussetzungen für den Übergang zur klassenlosen Gesellschaft zum Kommunismus geschaffen. Die Kommunistische Partei ist eine revolutionäre Partei des Klassenkampfes. Sie beherrscht alle Formen des Kampfes,
den sie gezielt in politischer, ökonomischer und ideologischer Hinsicht führt. Sie lehnt die Gedanken des Reformismus und der schrittweisen Transformation des Kapitalismus in den Sozialismus ab. Trotzdem kämpft sie für positive Reformen im Interesse der Arbeiterklasse. Viertens, die Kommunistische Partei ist eine konsequent antiimperialistische Partei. Sie steht gegen das imperialistische Weltsystem, welches die Erde in imperialistische Hauptmächte und abhängige Länder teilt. Abhängige Länder, also die, die vom Imperialismus unterdrückt und ausgebeutet werden. Die Kommunistische Partei verteidigt das Selbstbestimmungsrecht der Völker gegen imperialistische und neokoloniale Versklavung, setzt sich für nationale Souveränität und Unabhängigkeit an und unterstützt den antiimperialistischen Befreiungskampf. Sie bekämpft die verschiedenen nationalen Imperialismen, sei es den USA-Imperialismus oder die im imperialistischen Bündnis der Europäischen Union zusammengefassten Mächte. Fünftens, die Kommunistische Partei ist eine internationalistische Partei. Sie ist ein Teil einer weltweiten revolutionären Bewegung und leistet in ihrem eigenen Land ihren Beitrag zur Überwindung des Kapitalismus im Weltmaßstab. Sie pflegt den brüderlichen Kontakt und Austausch mit den kommunistischen und Arbeiterparteien anderer Länder. Sie erklärt ihre Solidarität mit den bestehenden sozialistischen Staaten. Die Kommunistische Partei ist eine antifaschistische Partei. Sechstens, sie kämpft vehement den Faschismus, ob er nun in Form faschistischer Gruppierungen oder über die Faschisierung des Staates droht. Sie unterstreicht den Charakter des Faschismus als besondere Herrschaftsform der monopolistischen Bourgeoisie, als offene und terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten und aggressivsten Teile des Monopol- und Finanzkapitals. Siebtens. Die Kommunistische Partei hat als Organisationsform den demokratischen Zentralismus. Sie ist daher nach den Prinzipien der Demokratie, der zentralen Leitung, der Kontrolle, der Einheitlichkeit und Verbindlichkeit, der Disziplin und der Kollektivität und Verantwortung sowie der Kritik und Selbstkritik organisiert. Achtens. Die Kommunistische Partei ist eine marxistisch-leninistische Partei. Das gesamte Wirken der Kommunistischen Partei basiert auf den theoretischen Erkenntnissen von Karl Marx, Friedrich Engels und Wladimir Iljitsch Lenin sowie anderer Theoretiker mit ihren Werken der Weltanschauung des Marxismus-Leninismus sowie den Erfahrungen des geschichtlichen Kampfes der revolutionären Arbeiterklasse um die Eroberung der Macht und den Aufbau des Sozialismus. Hierauf gründet sie sich Analyse, Programmatik, Strategie der Kommunistischen Partei. Neuntens. Die Kommunistische Partei hat eine revolutionäre Vergangenheit. Sie steht in den besten Traditionen der revolutionären marxistischen Arbeiterbewegung, des Bundes der Kommunisten, der Internationalen Arbeiterassoziation, der frühen Zweiten Internationale und der Kommunistischen Internationale. Sie bekennt sich zur revolutionären und positiven Rolle und zur historischen Bedeutung des Sozialismus des 20. Jahrhunderts in der UdSSR und den sozialistischen Teil Europas, als dem sozialistischen Weltsystem in seiner Gesamtheit. Dabei stellen wir als deutsche Kommunisten fest, dass die Deutsche Demokratische Republik das Beste war, was die revolutionäre Arbeiterklasse in Deutschland in ihrer Geschichte hervorgebracht hat. Die Kommunistische Partei sieht im Opportunismus, im Revisionismus und in seiner Hauptkampfform, den Antistalinismus, die Hauptursache für die Niederlage des Sozialismus im Weltmaßstab. Sie verzichtet aber nicht auf eine kritische Auseinandersetzung mit Fehlentwicklungen. Sie gewinnt Erkenntnisse über die Gegenwart, indem sie das Gute bewahrt und aus Fehlern lernt. Die Aufgabe der Kommunistischen Partei ist, den Marxismus-Leninismus anzuwenden, schöpferisch weiterzuentwickeln und gegen den Revisionismus und linken Radikalismus zu verteidigen. Zehntens, die Kommunistische Partei ist die Partei der Zukunft. Ihre Existenz ist von zentraler Bedeutung für die revolutionäre Arbeiterbewegung. Ohne sie wird es nicht möglich sein, den zerstörerischen Kapitalismus effizient zu bekämpfen und zu besiegen. Sie ist eine Notwendigkeit, wenn die Menschheit eine Zukunft haben will. Die Kommunistische Partei gibt die orientierende Antwort auf die Fragestellung Sozialismus oder Barbarei. Liebe Genossinnen und Genossen, zum Ende möchte ich noch mal betonen, dass das erfolgreichste Umsetzen der Erkenntnisse aus der verlorenen Novemberrevolution und nach der Gründung der KPD auf deutschem Boden war der Aufbau des Sozialismus in der DDR. Aus diesem Grund werden wir im kommenden Jahr den 70. Jahrestag der Gründung der DDR begehen. Ihr seid alle
recht herzlich dazu eingeladen. Liebe Genossinnen und Genossen und vor allen Dingen liebe Gäste, natürlich seid ihr auch herzlich eingeladen, unserem Kampfbund Gleichgesinnter beizutreten und mitzuhelfen, dass aus der heutigen KPD und Kommunisten anderer Organisationen sowie von vielen Einzelkämpfern eine KPD thelmanncher Prägung wird. Und ich will dabei nochmal deutlich sagen, wir als KPD erheben nicht den Anspruch, dass wir das alles sind. Wir wollen mit allen Gleichgesinnten, egal ob in Parteien oder anderen Organisationen organisiert, dieses Ziel darstellen und erreichen. Ich will nochmal sagen, wir haben also als Ziel die KPD thelmanncher Prägung und eventuell in ferner Zukunft, in einer entsprechenden Situation, können wir dann das Erbe der SED wieder antreten. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Teilnahme und für den guten Verlauf. Vielen Dank nochmal an die Agitprop-Gruppe, an die Berliner Landesorganisation, die hier den Raum ausgestattet hat. Einen lieben Dank an den Genossen Klaus Peter, der uns mit Kunstwerken versorgt hat, mit einer aufopferungsvollen Aktion. Vielen Dank an die fleißigen Helfer, die für die Versorgung verantwortlich waren. Einen großen Dank auch nochmal an Alfred Fritz, der hier die Planung dieser Veranstaltung durchgeführt hat. Ich bedanke mich für eure Anwesenheit. Teilweise seid ihr sehr, sehr weite Wege gegangen. Und zum Schluss kann ich nur sagen, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Rotfront. Rotfront. Ja.